Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. So, ich habe mir mal einen Pullover endlich angezogen und mal ein bisschen die Kerzen angemacht. Und jetzt haben wir ja in der letzten Folge da das Grab erkundet mit Olle Abby. Und ich bin jetzt gespannt auf diese... Ist das jetzt hier unter Charaktere? Ich denke mal, ja. Hier. Eine alte Sprache. So, erkunde die Unterwasserruinen. Gucken wir mal auf der Karte. Sehe ich hier irgendwas hier? Ah, guck mal, das ist ja gleich um die Ecke. Werden wir machen? Alles klar. So, wenn wir mal wieder raus. Sehr gut. Läuft meine Aufnahme? Ja, warte mal, ich muss mal mein Mikro ein bisschen ranmachen hier. Ja, passt. Gut, dann wird er jetzt so wahrscheinlich hier stehen bleiben. Während wir uns jetzt da zu der Unterwasserruine hin oder begeben. Ich finde diese Aufgabe gerade recht interessant, deswegen möchte ich die jetzt gerne verfolgen. Guck mal, liegen sie hier faul in der Sonne rum hier. So. Wo denn? Warum denn? Irgendeiner wird jetzt hier sterben. Warte mal, da kriegt man da hinten kommt wieder einer. Der hat einen Sch Da kommt der nächste. Ist gerade interessant. Ich spekuliere darauf, dass irgendjemand was abwirft. Die Spartaner verlieren. Nur ein paar Drachmen. Sehr gut. Immerhin, ne? So, da haben wir noch ein Bäumchen, das nehmen wir ja gerne mit. So, habe ich hier irgendwo ein Boot oder sowas? Da hinten ist er hinter einer Ecke. Das nehmen wir mal. Das nehmen wir mal. Hier war ich doch schon mal gewesen. Ach, da war eine Truhe gewesen. Die konnte ich nicht aufmachen, weil du einen Schlüssel benötigst. Ich gehe mal von aus, das ist die Truhe. Ah, alles klar.
Hier könnte der Jute mal, unter den Rock gucken hier. Durchsuchen. Okay. Lavendel. Ein Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Ach, hätte ich mal gesucht, war damals, wo ich hier war. Alte Wachstafel. Ja, du bleibst doch mal ganz ruhig hier. Da wartet der Schlüssel in der Nähe und ich habe einfach nicht weiter gesucht. Na toll. Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich ja nicht hierher gebraucht, dann hätte ich ihm das schon jetzt in der Hand gedrückt. Naja, was soll das? So habt ihr das jetzt auch mal gesehen. So, das Boot lassen wir mal hier, in der Hoffnung, dass ich das vielleicht hier nochmal, wenn ich hier nochmal herkomme, dass das hier immer noch hier ist. Irgendwelche Pferde, aber keine Leute. Naja, was soll's. Immer liegen sie faul in der Sonne rum. Immer ja ein schöner Rabatz hier, die haben da vorhin schon mal gekämpft. Ja, scheiße, was drauf. Dann nehmen wir natürlich dankend mit. So, Abby. Abby, komme. Finde ich gerade voll interessant. Man will natürlich jetzt wissen, was mit den Göttern da ist, welche Götter gemeint sind. Krass, Entschuldigung, das Licht passt sich hier erst sehr spät an. Das hat von denen hier noch keiner gesehen hat, dass es hier weitergeht, weißt du? Und wieso ist hier mal das Feuer aus? Warum bleibt das nie an? Was soll der Scheiß? Dein Hinweis war richtig. Ich habe ein Stelenstück gefunden. Und dazu noch einen Teil der Rüstung. Zu jedem Rüstungsteil muss es ein Stelenstück geben. Aber warum? Dieser Absatz nimmt Bezug auf ein Ritual. Das erklärt nicht, warum die Rüstung aufgeteilt und mit den Stelenstücken versteckt wurde. Vielleicht war das Teil des Rituals. Wir müssen die anderen Stelenstücke finden. Jo. Bist du bereit? Wenn wir die gefunden haben, finden wir auch die restlichen Teile. Ich gehe auf die Suche. Selbst wenn alle Stücke an ihrem Platz sind, könnte uns ein Teil der Bedeutung verborgen bleiben. Ich glaube an dich. Oh, du wirst nicht glauben, was hier steht. Von den Urgöttern. Urgötter! Das ist interessant. Das ist sehr alt. Könnte nur ein Gebet im Namen des Kriegers sein. Das dachte ich auch zuerst, bis ich das hier gelesen habe. Es gibt noch mehr? Hier wird über das Auslösen eines Rituals gesprochen. Ritual? Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass wir erst die Stele vervollständigen müssen, damit etwas passiert. An welchem Ort befindet sich das fehlende Stück? Der Text ist schwer zu verstehen. Es ist eine Art Warnung. Sei vorsichtig, wenn du das Grab des Orion erkundest. Das werde ich. Da war ich doch schon. Das dunkle Zeitalter ist vorüber. Warum zurückschauen? In der Vergangenheit liegen Wahrheit und Einsicht. Homer zum Beispiel
Er sprach oft von Vergangenem in seinen Geschichten. In der Erde wühlen und verstaubte Worte lesen. Mehr willst du nicht? Meine Aufgabe ist es, der Geschichte Leben einzuhauchen. Unterstützen dich wenigstens deine Kollegen? Nein, mein Weg führte mich von ihnen fort. Wenn du recht hast, werden sie dich auf jeden Fall respektieren. Fürchtest du, dass deine Erwartungen zu groß sind? Vielleicht ist das eine Sackgasse. Wieso das denn? Die Hinweise geben mir recht. Die Stele erwähnt ein Ritual, das einst durchgeführt wurde, um etwas auszulösen. Und was hat das bitte mit den Urgöttern zu tun? Ich weiß es nicht. Wenn wir alle Stelenstücke haben, wissen wir mehr. Also los. In diesem Grab von Orion war ich schon gewesen. Kann ich da irgendwie... Warte mal, ach scheiße. Wo sind das jetzt hier? Ach, hier drüben irgendwo. Dann machen wir doch schnell mal hier hin. Das klingt falsch. Das klingt richtig falsch. Wir machen jetzt dahin. Naja. Das Spiel, das verfolgt mich jetzt schon. Seit der letzten großen Aufnahmesession mache ich immer zwischendurch denn die Touren zu den Fragezeichen. Denn so mal hier eine Festung, da eine Festung. Dann die ganze Sammelei. Das Spiel macht einfach unglaublich Spaß und man will immer mehr und immer mehr. Und zwischendurch denkst du dir dann so, oh, die Festung könntest du aufnehmen. Aber im Grunde ist es ja so, dass du, ja, ich sag mal, stehe da, warte und schieß da mit meinen Skill da durch die Wände da und bis die alle weg sind und dann sammle ich nur noch ein. Also so großartig aufregend und spannend ist es jetzt nicht. So viel steht schon mal fest. So, wir werden mal da weiter. Wollen wir mal. So, wenn wir mal mit dem Pferdchen da lang reiten. Ich wollte schon sagen. Los geht's. Ich wollte gerade sagen, das sind ja hier Athener, die so dicht an der spartanischen Stadt sind. So. Pferdchen hier alleine. Den Rest laufen wir zu Fuß. Oh, die Dolche. Oh, die sind gut. Man merkt, dass man die aufgelevelt hat. Nimmst du das mit? So, wir sind ja gleich da. Wir sind ja gleich da. Wir sind ja gleich da. Da lag noch irgendwas, glaube ich. Da. War jetzt hier noch irgendwas drin? Warte mal, ich gucke mal kurz. Ja, aber was? Zeigt er mir ja nicht an. Junge, was machst du mit mir?
Handelt für ihn. Was du auch suchst, du bist zu spät. Sie sind alle weg. Tot oder wahnsinnig. Ich verstehe nicht. Wer hat dir das angetan? Ich verstehe es selbst nicht. Meine Brüder und ich wurden von diesem Ort angezogen. Dann griff der Wahnsinn um sich. Wir kämpften um ein Artefakt. Einer nahm es und rannte davon. Ein Stelenstück? Durchsucht die Höhle. Dort verstecken sie sich. Doch sei vorsichtig. Sie sind verrückt. Warte mal, kann ich jetzt... Zeigt er nicht an, nee. Ist das wieder ein Bug oder sowas? Mach doch mal die Schale hier an. Ich überlege gerade, wie gesagt, ich war ja schon drin in dieser. In diesem Grab. Aber ich überlege gerade, wo da was gewesen sein könnte. Die Fackel liegt genau auf dem drauf. Alter, die. Leck mir am Arsch hier, du Mistvieh. Hat er schon gebrannt? So, okay. Aber auf dem Fallen waren hier, glaube ich, gewesen. Aber wo ist denn jetzt hin da? Irgendwo nach oben? Ich finde es immer noch lustig hier. Auch wenn das so oft schon jetzt gewesen ist, ich finde es immer noch lustig. Und wie sie so, so zwischendurch dann sagt, so, dort schöne Leder. Sehr gut. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich bin aber nicht so sicher. Ach, da ist noch eine.
Sehr gut. Bin hier völlig falsch. Die Anbeter sind in irgendeiner Höhle. Ach, in der Höhle. Nee, warte mal. Das ist doch die. Sie sind ungefähr in der Mitte der Oropos-Höhen. Ach, die. Ach, wir müssen ja nicht hier weitermachen. Wer lesen kann, ist vor klar vom Vorteil. Oder klar im Vorteil, ja. Sagt man das nicht? Scheiße, habe ich nicht aufgepasst. Wahrscheinlich wird schon der Erste, der ihn oder andere schon ihn Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Was macht der da? Wo will der denn da hin? Hier war übrigens... Oh, hier war übrigens noch so ein Stehlen selber. Oder wie die Dinger heißen hier. Das war eine lange, schlimme Python. Da habe ich ja nur Jani gelesen, dass die außerhalb sind. So, wollen wir die mal in den Arsch aufreißen, wa? Höhle des Wahnsinns, da war ich auch drin, da habe ich gedacht, so großartig ist jetzt der Wahnsinn, aber auch nicht. Das war eine leere Höhle. Ist geil, Alter. Jetzt kommst du zu den Sachen da wieder hin. Und plötzlich ist da Leben im Spiel. Da ist ja nicht mehr. Sind das bloß die drei da oder was? Fliege ich noch mal ein bisschen näher ran. Oh, war hier gerade was? Da blinkt und glitzert noch was. Sind nur die drei. Warte mal, ich guck mal schnell das Eisen. Wo waren das jetzt? Hier. Und dann nehmen wir mal den hier. Übrigens, das ist dein neuer Skill. Hier bei den Fähigkeiten, ich habe den Bullen hier. Renne schnell durch Gegner hindurch. Wirf sie um und richte 400% Kriegerschaden an. Endet mit einer schweren mit einem schweren Schmetterangriff. Geilomat. Wurden Sie irgendwie von der Stele beeinflusst? Hier, so habe ich es vorgefunden, ohne die Typen jetzt hier. Ich habe noch eine Truhe geholt und dann war gut gewesen. So, dann werden wir mal schnell zurück. So, ist er da? Da hinten ist er. Da können wir hin.
Das macht ja Laune. Kommst du quasi wieder zurück an den Orten, wisse, wo ich schon mal war. Aber ich habe jetzt echt mit mehr Leuten gerechnet da. Vor allen Dingen, er war so ein einfacher Schlob. So ein einfacher irgendwas, so ein Kuttenträger da, und die waren da Soldaten gewesen. So, wo ist jetzt meine Aufgabe? Da hinten. Na dann, mal hopp. Hoppidi hopp. Halt, war hier was? Ja. Ein bisschen Bäumchen können wir noch mitnehmen hier. Bei Videosequenzen denke ich mir immer so, warum stehen die Leute auf diesen Alexius? Weiß ich nicht. Ich möchte den eigentlich... Weiß ich nicht. Guck ihr lieber zu. Gucken die Leute denn hier eine Kerle an? Na ja, das hat wahrscheinlich irgendwas mit so einem Rollenspielcharakter zu tun. Dass man sagt so, naja... Wenn ich einen Kerl spiele, dann bin ich das. Kann man so oder so sehen. Tja, das Stück Eisen hat der Respawn gehabt. Hier mal das Licht aus, ey. Ich meine, dann brauche ich doch diese Fackel nicht da anmachen. Die Überlieferung könnte wahr sein. Uah, ist das Ach, Quatsch. Blut? Ansonsten ist es unbeschädigt. Einige behaupten, es würde zu ihnen sprechen. Was hätte diese Kraft? Seltsam. Ich höre nichts. Und du? Geschwätz von Verrückten. Vielleicht verrät uns das nächste Stück mehr. Das muss gründlich gereinigt werden. Hoffentlich sind die anderen in besserem Zustand. Ich werde die fehlenden Stücke suchen. Dann werden meine Kollegen endlich zuhören. Das Ritual soll etwas auslösen. Aber was? Was wird geschehen, wenn wir alle Stücke beisammen haben? Werden wir zu einem Schatz geführt? Einiges lässt sich nicht übersetzen. Dieser Absatz spricht von würdig. Was noch? Nun, dieser Absatz spricht von einer inneren Vision. Aber die Bedeutung erschließt sich mir nicht. Es ist fast übersetzt. Warum freust du dich nicht? Du sagtest, die anderen hörten etwas. Sie glaubten, angesprochen zu werden. Ich höre nichts. Ich fühle nichts. Es ist ein bedeutender Fund. Das waren deine Worte. Was kümmert dich, was andere sagen oder fühlen? Ich weiß. Aus logischer Sicht verstehe ich, dass er bedeutend ist. Aber was, wenn ich ihn nicht erfahren kann? Und dieses würdig? Was, wenn ich nicht würdig bin? Was, wenn die Götter unser nicht würdig sind? Hör zu. Wir sind noch nicht fertig, oder? Also warte ab. Du hast recht. Klopf dir den Staub ab und konzentrier dich. Du hast recht. Suchen wir weiter. Dieses Mal erwarten dich zwei Orte. In der Stadt Euchomenos findest du in der Nähe des Hafens einen Tempel. Das andere Stelenstück ist schwerer zu finden. Entlang der Küste verlaufen Ruinen. Suche dort, nahe des Altars der Iphigenia. Nun gut. Und Kopf hoch. Wir haben es fast. Guck mal, Respawn. Mehrere Quests angenommen. Gut, würde ich sagen, machen wir mal hier. Das hier in der Nähe. Gucken wir mal, wo das ist.
Wo habe ich das jetzt hier? Senior. Ach doch, hier. Okay, dann können wir hier hin. Sehr gut, wir sind dann hier. Ich muss sagen, ich werde so langsam jetzt müde. Ich glaube, ich mache jetzt nur noch... Naja, wir haben jetzt eine halbe Stunde rum. Ich denke mal, da könnte man jetzt einen Schnitt machen und jetzt eine Folge noch machen. Vor allen Dingen ist krass, wisst ihr, also, er ist ja auch nicht so müde, alles schicke, alles schön, zockst du noch runter und denkst dir so, oh, dann nimmst du noch Ruf und dann mit dem auch schön am Abratzen schon halb. Naja, eine halbe Stunde schaffen wir noch. Wir kriegen das Rätsel schon gelöst. Ich überlege, ob ich das jetzt hier noch so mache, fertig mache.